Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Corinna, danke schön für die super nette Begrüßung an Sie alle. Meine Stimme tönt eigentlich, klingt die so ein bisschen anders. Ich bin immer noch erkältet und habe dann heute mal, bin mal in der Oktave tiefer unterwegs. Ich hoffe, Sie können es trotzdem gut verstehen. Ehrlich gesagt, ich bin extrem überwältigt von so vielen Menschen. Es sind jetzt gerade 324 mit uns anwesend eingeschlossen, Sprechende auch, an unsere Einladung gefolgt. Und das sind eben, ich sage mal, so mal große, was uns so freut, dass das Spektrum so groß ist. Wer ist eigentlich da? Das sind Mitarbeiterinnen, Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Plinert sind dabei. Ich freue mich riesig darüber. Natürlich die Landessuchtbeauftragte, die gleich auch zu uns sprechen wird. Kolleginnen und Kollegen, man hat es von Moin nach Hamburg bis nach Brandenburg und Essen und was ich eben gelesen habe, schon gehört. Freut uns riesig, dass wir so eine große Runde geworden sind. Viele Kolleginnen aus Österreich und Schweiz, alle, die ich kenne aus dem Forum Suchtprävention im Internationalen, liebe Grüße an der Stelle. Und jetzt, nicht zuletzt, die wichtigen Partner, Partnerinnen aus Berlin. 16,5 Jahre so ungefähr gibt es uns und ich freue mich wahnsinnig, dass wir weiter so gut zusammenarbeiten, dass Sie da sind, dass Sie kommen aus den Bereichen Schule, Jugendhilfe, Suchthilfe, Hochschulen, Verwaltung, AOK, Polizei, LKA und viele andere mehr. Das wird eine bunte Runde heute und hoffentlich eine sehr angeregte Diskussion, weil was uns wichtig war, wozu haben wir eigentlich eingeladen? Was ist uns wichtig? Wir haben Sie eingeladen zum Dialog. Zum Dialog. Zum gemeinsamen Austausch und Reflektieren nach dem Suchen oder beim Suchen guter und sinnvoller Präventionsschritte für die geplante Cannabis-Regulierung. Das wollen wir heute gemeinsam machen. Da gibt es nicht den Stein der Weisen, sondern viele kluge Menschen, die gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und weiter überlegen. Zwei Dinge sind mir dabei wichtig und ich komme jetzt schon zum Schluss. Weil mir so wichtig ist, kurz und bündig zu sprechen. Zwei Dinge sind mir ganz wichtig. Erstens, wir möchten weiterhin, so wie immer, differenziert Komplexität berücksichtigenden Fachaustausch befördern. Was wir nicht machen, ist sowas wie gut-böse. Ja-Nein-Antworten, die schnell bei Regulierungsdebatten, die ich auch schon persönlich erlebt habe. Und wir wollen eben genau das nicht, sondern wir wollen ins Detail gehen und gucken, wer braucht was, woran muss noch gedacht werden, wie groß ist das Spektrum bei dieser geplanten Regulierung, die dann jetzt ja nun endlich auf den Weg kommt. Zweiter Punkt: Keine Cannabis-Regulierung ohne Ausbau der Prävention. Das habe ich schon gesagt in mehreren Bundestagsforen und ich weiß nicht, wo ich alles eingeladen war in den Jahren, als ich noch häufiger in Berlin oder mehrheitlich in Berlin gewesen bin. Das geht nicht, dass ein Staat eine Substanz reguliert und die Prävention nicht fördert. Das heißt, zum einen Prävention für Jugendliche, junge Erwachsene geht es darum, den Einstieg möglichst spät zu gestalten und dann einen risikoarmen Konsum zu befördern. Das ist die eine Richtung. Die zweite, in den Abgabenstellen muss es natürlich auch um risikoarmen Konsum von Cannabis und Cannabis Produkten gehen und das kann man zum Beispiel durch geschulte Cannabis-Fachverkäuferinnen, die eben genau diese Intervention machen können. Also die zwei Sachen sind mir wichtig, differenziert hinschauen und Prävention stärken, wenn wir denn jetzt wunderbar geplant Cannabis wirklich auf die Regulierungsstrecke bringen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen sehr anregende, ich freue mich sehr auf die Inputs heute, sehr anregende Inputs und danach super gute Diskussionen in den Workshops und wahrscheinlich auch noch Breakout-Sessions, weil so ein Workshop hat ja dann auch schon, weiß nicht so, 90, 100 Teilnehmende. Vielen herzlichen Dank, viel Freude uns allen.